wir reagieren jetzt mal auf das neue Video von Hungriger Hugo. Da schauen wir jetzt mal rein, was der Gute diesmal so im Petto hat. Gamescom 2022 mit. Ja, den Stream habe ich tatsächlich auch gesehen. Also sein Stream, Highlight-Stream auf YouTube. Boah, das war schon echt heavy, ne? Das war einfach krass, ehrlich. Einfach Eskalation. Alter! Was? Was? Irgendjemand kennt dich anscheinend hier. Ja, ein paar Leute. Ja, ein paar Leute. Ein paar Leute. Moin. Gamescom crazy, denn. Was läuft? Ich schwöre, er hat einfach Gamescom auseinandergenommen. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Dann schauen wir mal, was Onkel Monty so auf der Gamescom erlebt hat. Warte mal ganz kurz, Bruder. Das ist mein Junge, wie lost einfach. Da haut einfach so ein scheiß Bus raus. Mikro. Viele Leute wissen nicht, dass ich große Menschenmengen nicht so geil finde. Hast du gehört, was er gefragt hat? Ob du unterschreiben kannst? Ob ich signieren kann, ja. Der Junge hat ja gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht, Alter. Ja, aber nee, Digga, das wär nix. Das reingegrillt. Monte, Monte. Mag mich Ying Hong. Monte, kommt noch was anderes außer Fortnite. Das ist eigentlich schon ein Klassiker. Komm nicht drauf klar, dass der eine gerade geschrien hat, er will mir einen lachen. So läuft. Läuft. Digga, wenn er noch einmal fragt, ob er die Uhr bekommt, doof oder was? Was ist das für eine idiotische Frage? Kriegst gleich Sch. Kommt noch was anderes aus der Fortnite. Und was habe ich gesagt dann? Dass seine Mutter quasi, ja, irgendwann... Du bist der Beste! Du bist der Beste! Knossi ist Cutter! Knossi ist Cutter, sagt er. Was? Knossi ist Cutter! Ich will ein Foto machen. Aber wie heiße ich? Knossis Kollege. Nee, ist es so. Was machst du hier? Bist du wieder Knossis Sidekick? Ich bin doch ein eigenständiger Streamer. Das wusste ich gar nicht. Na klar. Ich dachte, du bist so das für Knossi, was ein Chef Strobel und Rumatra für mich ist. Hey! Nee, er hat mich. Ich wäre auch ein bisschen sauer jetzt, ne? Weil ich bin der erste IRL-Streamer gewesen. Vor Jahren angefangen draußen zu streamen. Und dann hat er mich irgendwann angeschrieben, weil er halt gesehen hat, dass ich stundenlang im IC keinen Verbindungsabbruch habe. Ich bin IAL, ich möchte jetzt wirklich nicht zu großspurig wirken. Deine allgemeine Wahrnehmung ist, du bist ein Sidekick von Knossi. Ja. Der Arme. Mach ich. Okay, ich bin Montes Hodensack, ich bin der, der die Donations macht. Montes linker Hoden, mit 2 Euro kannst du mich mal kratzen. Montes rechter Hoden mit 2 Euro, fühl mich vernachlässigt, kratz mich bitte auf. Bist du die von Fire Gordon? Oh nein! Hab ich irgendwas angestoßen? Bist du sie? Nein. Ich hab's so gemacht. Und dann gehen wir. Von Fire Gordon? Kann ich was in die Kamera sagen? Es kommt drauf an, was. Wir müssen das vorher besprechen. Kann ich mal so machen. Was bedeutet das? Das ist okay. Okay. Viel Spaß. Blick einfach, warte mal, da muss ich noch mal zurückspulen, das geht nicht anders. Chill. Okay. Achtet jetzt. Okay. Der. Okay. Viel Spaß dabei. Der sieht irgendwie UFOs oder so, keine Ahnung. Bis dann. Hey Monte. Jo Monte, wo bleibst du? Ey, den hab ich gesehen. Wir standen da an diesem Red Bull Gedöns, also in dieser Red Bull Area. Und der ist ja die ganze Zeit rumgelaufen. Stimmt, ich habe letztens auch noch gesagt, wo ich den Stream von Monte gesehen habe, habe ich noch gesagt, ich so, hä, den kenne ich doch. Den habe ich doch irgendwo gesehen.
Ist mir eingefallen, dass ich den da gesehen habe. Samstag, kommt Samstag. Ja. Klossi auch? Nee, der hat sich anders überlegt. Moin! Aber ich habe was weiter. Auch freshes Outfit. Danke. Und Adam weiß bis heute nicht, welchen Weltstar er da ignoriert hat. Joeli, wo bleibst du? Joeli, wo bleibst du? Joeli, wir warten hier, wo bleibst du? Warte mal, Fett. Joeli, wir sind hier beim Fett. Wo bleibst du? Eli, wo bleibst du? Eli. Ich höre, der macht das aber schlau. Der macht das einfach schlau, ne? Und Eli, wo bleibt mein Vertrag bei D-Lay Sports? Was ist denn los, Großer? Trinkt er danach eine Wiederwelt und dann... Jugendidole oder meine Jugendhelden. Welches Tier kann bis zu 100 Mal in der Stunde... Ah, Revi! Ist es Antwort A? Marc Eggers. Geh mal zu dem mit der Brille und stell ihm mal richtig unangenehme Fragen. Frag ihn mal, ob bestimmt, dass er so Frauen in RP belästigt hat. So unangenehm. Verarsch ihn mal richtig. Wir kennen uns, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, wir kennen uns gar nicht. Was machst du so? Ich? Habe ich dich schon mal in irgendeinem Video gesehen? Hungriger Hugo oder so? Kann sein. Warst du nicht derjenige, der Frauen belästigt hat? War das nicht gesagt? Was denn? War er nicht der, der so diese Frauen belästigt hat? Er hat einen ganz schlimmen Ruf. Ich weiß nicht, warum interviewst du ihn? Nein, alles gut, der Master hat mir gesagt, ich soll das. Oh, der Arme! Man verliert schnell die Laune bei diesem Spiel. Bei dir? Was? Gott. Ich würde auch. Oh, guck mal da rechts. Ein paar Liegestütze noch sehen von zuvor. Ja, oder wir haben noch so viel Parfum zu verschenken. Das wäre eigentlich eine gute Sache. Oh, guck mal da, Digga. Ui, Femmo, guck mal da. Heute geht es mal um Montana Black. Aber Onkel Monty war nicht der Einzige, der wie ein Präsident über die Messe laufen musste. Allahu Akbar! Die Zentrum 2 einfach. Wir haben sie gehalten da. Ja, ihr dürft alle Fotos machen. Warum machst du ein Foto von mir? Das bringt dir doch gar nichts. Ja, mach ein Foto von mir. Aber warum machst du ein Foto von mir? Das bringt doch gar nichts. Ja, nur frei. Ach nee, doch nicht. Du machst das. Ey, die Menschen im Hintergrund, das ist immer... Ey, manchmal ist das das Witzigste einfach. Das war bei mir auch, wo ich live war, ey. Die Leute im Hintergrund, ich habe immer zu den Leuten hier gesagt, ne? Leute, schaut mal einfach auf die Leute im Hintergrund. Du bist der von Tanzverbot. Der von Tanzverbot. Hallo. Nope. Verdammt gut gemacht. Dieser Mensch. You come around. Wie lange sind die jetzt zusammen? Die sind doch zusammen, oder? Ich komm noch ran in die Samateure, oder? Sehr unangenehm. Das ist Excel, ne? Studium und Arbeit oder wegen einfach so? Also ich war das nicht gerade. Kennst du Snips? Ja, was soll ich da jetzt zu sagen? Die ist 18 und Rekert sagt, dass sie eine Wucht ist, Digga. Dann heißt, die ist auch geil. Okay, jetzt hab ich's gesagt. Die ist auch geil. Ist sie 17? Ja, Bruder, da muss ich los. Wir setzen uns hier neben dir. Ja, geil. Auf Spanien. Thomas, jetzt wird auch ein Schärfe-Wettessen, hab ich gehört. Schärfe-Wettessen? Schärfe-Wettessen mit Marc, dann wird's richtig scharf. Boah, kein Problem 2, für mich. 3. Wait a minute. Zu E. Entschuldigung.
Thema Rohat. Dem geht's gerade nicht so gut. Der kommt gar nicht klar. Der kommt einfach gar nicht klar. Alter Schwede. Marc sagt gerade, der ist sehr übel. Du darfst nicht Ja und Nein sagen, 60 Sekunden. Du antwortest in ganz normalen Sätzen, nicht Junge. Ein Wort, sondern mehrere. 3, 2, 1, los. Du bist der? Marlon. Ja. Marlon. So, Next Direction hier, hör mal, Freunde. Beleidige mich. Also, ihr sollt mich nicht beleidigen, aber... so heißt das Video. Satter Hugo. Jetzt ist er satt. Jetzt hat er keinen Hunger mehr. Ich bin der König im Affenstall. Ich schwöre, Knossi ist einfach so lustig, ne? Ich weiß nicht, wie es aber seine Art... Ich könnte mich einfach kaputt lachen, weil... Weiß ich nicht. Wenn er einfach so Faxen macht. Ich schwöre, wenn das jemand anders macht, finde ich das gar nicht so witzig, aber bei dem... Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Im Stream kommen so im Schnitt 300, kommen immer rein. Bei einem besseren Stream 400 bis 500, aber auch gerne mal 650, 700. So, gehen wir jetzt mal von einem Schnitt von 500 aus. 500 Subs, eine Minute machen die meisten, ja. Eine Minute pro Sub. Sind wir bei 500 Minuten. Digga, ich habe jetzt gerade wirklich 500 mal 1 gerechnet. Hugo, wenn du das reinmachst, ich schwöre bei Gott, dann ziehe ich dir die Jammelbeine lang. Warte, Genie. Wer von euch, also ich sage euch so, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich fand alles, was Anime und animiert ist, fand ich noch nie was anziehend. Habt ihr so mäßig, also geht ihr auf jemanden aus einem Game oder was? Lara Croft? Nee, auch nicht. Daisy von Mario? Okay, das ist ein bisschen, ist Daisy nicht irgendwie 5 oder so? Daisy aus Cars. Nee. Wir spielen direkt ein Spiel, okay? Ich werde jetzt eine Minute dir eine Frage stellen. Du darfst alles sagen, außer ja oder nein. Eine Minute ungefähr. Okay, gut. Ja oder nein darfst du nicht sagen. Alles andere darfst du sagen. Hast du Boah, ich glaube, man stellt sich das echt einfach vor, ne? Aber aus so einem dummen, aus so einer dummen Situation sagt man das dann auf einmal. Verstanden? Mhm. Okay, gut, alles klar. Wie ist dein Name? Janis also. Mhm. Gefällt es dir auf der Gamescom heute? Ja, stopp. Ab jetzt, also dann eine Minute. So, ich bin hier mit Marc Bauer und ja, wie geht's dir heute? Gut. Ist ja sehr stressig gewesen, die Gamescom. Hast du irgendeine Erinnerung, die dich besonders belastet hat? Dass ich die Leute gestern so hab leiden lassen. Du hast Leute leiden lassen? Ja, durch die... Von deinem Gehirn ausgeht, das heißt auf der Zunge... Ist das gar nicht da. Dein Gehirn spielt dir das nur vor. Und Leute, die oft scharf essen, haben diesen... Der kann ihm gar nicht mehr folgen, ey. Der ist ja so fertig mit der Welt hier. Schmerz abtrainiert. Das heißt, bei allen wirkt dieser Reiz gleich. Nur manche Menschen können sich besser kontrollieren. Das heißt, es ist nur eine Form der Kontrolle, die du gerade hast. Der denkt sich einfach nur so, boah, Junge, laber mich nicht voll, ey. Halt einfach die Klappe. Oder Kontrollverlust. War er nicht der aus dem Hungrigen Hugo-Video, der so diese Frauen belästigt hat? Er hat einen ganz schlimmen Ruf. Ich weiß nicht, warum interviewst du ihn? Wollen wir uns küssen? Tessa, wie lange bist du schon eigentlich Medic? Pia, bitte. Du das erste Mal auf der Gamescom oder warst du schon mal hier? Das erste Mal bist du auf der Gamescom. Genau. Der ist ja ein Digga. Diese Viecher haben auch keine Lern. Erinnert mich so ein bisschen an meinem Dings, an meinem Stream mit der Wespe. Wisst ihr das noch? Eieieiei. Nein, die sind einfach doof, die Dinger. Warum fliegen die immer ins Gesicht? Ich hab doch meinen Red Bull da stehen, nimm den doch jetzt kostenlos. Zeig das Kämpfergesicht! Stimmt, das haben wir auch gesehen. Für Fortnite, Digga. Warst du nicht auch diejenige, die den Typen von der Bühne runtergeholt hat? Ach, das ist das Video?
Oh, oh, wow, brutal. Guckt euch mal diesen Nackenklatscher an, ey. In deinem Stream hast du immer so ein großes Maul und hier hast du jetzt richtig mit zu kämpfen, du. Nein. Dann beleidige jetzt mal. Ey, du Dummkopf. Okay, ja. Das war's dann an der Stelle komplett, Arino. Vita-Welt, was denn, Großer? Was denn, Großer? Ich hab mir heute Vita-Welt gekauft. Was los, Großer? So ein Krawatte, erstmal ne Pulle Vita Fate. Aber Bruder, was ist denn los, Großer? Trinkt er danach eine Vita-Welt und dann... Ich distanziere mich davon. Ich schwör's dir, ich distanziere mich davon. So eine Krawatte. Nicht mehr, das tut weh. Sie ist wieder im Wasser. Boah, das fühle ich. Hallo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Crewmate-Runde. Wow, heute kommt wieder Among Us. Wer hat Bock? Als erstes mache ich die Aufgabe in Navigation. Good luck, have fun. Hey, Mann. Ey, Mann, ich muss mir diesen Imposter-Pass endlich kaufen für 5 Euro. Monte hat Imposter-Pass. Was ist das? Gibt's sowas? Knossis Einweihungsparty im neuen Haus. Wild! Wildes Outfit! Melodie f*** mich schon ab. Wir haben unter uns gewettet, wenn es von euch jemand unter 1,30 schafft. Okay, hört man uns wieder? Ich habe leichten Hörschutz, aber alles gut. Okay, Leute. Oder wenn der Dicke vom Pro7 mal wieder sagt, ich probiere mal wieder aus. Wie heißt der? Dumbo? Jumbo, glaube ich. Ja, ja. Dumbo. MC Adam ist jetzt hier und ich konter deep. Ich rap jetzt einfach auf den Monte-Beat. Wow, this is German television? Ja, ja, genau. Also I'm Jack from Massachusetts. Er sagt, es handelt sich hierbei um deutsches Fernsehen. Er sei Jack. Sieht aus wie ein Video. Das stimmt ja da nicht, die Proportion stimmt ja gar nicht. Wie sieht der aus? Ich würde sie am liebsten einfach auch komplett rasieren. Der sieht aus wie ein Kobold. Ich finde, man braucht auch einen Hund, weil man was zu lachen braucht. Und der ist ja, wenn ich den sehe, muss ich lachen und habe gute Laune. Also, oh, ein Bibi. Also, klar, er ist offensichtlich super hässlich. Ja. Ich finde, ein Hund kann süß und hässlich sein. Und das macht er ziemlich gut. Der ist hässlich. Wie finden wir diese Hunderasse? Ich liebe Hunde, aber... Wie heißt... Also sind das nicht so Windhunde oder so? Die haben doch so eine lange Schnauze, oder? Ich glaube. Pitti... Nicht so gut. Hey, mein ganzer Chat beleidigt den Hund. Aber guck dich mal die Nase. Oha! Wie geht das? Nein, der ist süß. Der ist süß. Der ist richtig süß. Geil, geil. Nur ob die noch offen hat, weiß ich auch nicht. Oh, look. Oh. Scheiße. Ich muss den ersten Schritt machen. Ja, wir sind hier ja heute hergekommen, um ein Wohnmobil zu finden. Oh, der Linio-T. Wohlfühlneuheit 2023. So muss er aussehen. Jetzt nicht zwangsläufig, um uns zu küssen, sondern um ein Wohnmobil zu finden. Aber selbst das ist ja schon unmöglich. Ich bin gleich wieder da. Sie hat Angst. Küss sie. Kommt das jetzt? Kommt das jetzt? Guck mal, Kilian. Ich will sehen! Married. Mein Beileid. Komm mit, weil ich hab den Router. Ich komme mit, ja. Habt ihr heute schon gekriegt? Ich gehört, bei euch gibt es noch Action heute. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich muss mal gleich hier mit Kilian sprechen, was jetzt noch so läuft. Habt ihr auch kräftig gerammelt? Bitte? Ja, habt ihr so vor, dann nochmal essen zu gehen und so? Ich gehe rammeln als was anderes. Ach so, nein. Habt ihr das ernst? Ja, nee, bei uns sagt man immer, wenn man sehr viel nacheinander isst. Ja. Kannst du dich bitte anziehen? Ich stehe an. Wir haben hier gerade an eigenen Leib die häusliche Gewalt festgestellt. Entschuldigung, ich nehme gerade einen TikTok auf. Machen wir noch. Alles gut. Macht euer Ding.
Darf ich auch noch einmal filmen? Ich spam die Raketen nicht. Ich spam die nicht, ich spam die nicht, ich spam die nicht, ich spam die nicht, ich spam die nicht. Alter, Minecraft. Ich hab noch nie... Doch, ich hab einmal Minecraft gezockt auf dem Handy. Hab mich gar nicht getan. Aber was ich immer lustig fand, waren die Tiere, die Animals. Ich bin unter Wasser! Ja, dann schon wieder hoch, da wo du herkamst. Es geht nicht! Thanks fürs Folgen. Die ganze Höhle ist unter Wasser, Bro, die ganze Höhle ist unter Wasser! Wer spielt denn noch Spiele mit so einer Grafik? Der Kuchen, der Kuchen, ey, meine Güte, ey, meine Güte, meine Güte.